So, da bin ich wieder. Heute möchte ich die Frage beantworten, wie benutze ich Hilfsverben im Chinesischen? Ich habe ein paar rausgesucht, habe die in vier Kategorien unterteilt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit wird erhoben. Geht einfach nur darum, kurz zu zeigen, wie man mit Hilfsverben allgemein im Chinesischen umgeht. Als erstes kann man festhalten, dass die chinesischen Hilfsverben meistens modaler Natur sind. Hier als erste Kategorie die Absicht rausgesucht oder ja, ich zwei Schriftzeichen, nämlich Yao und Xiang, und habe dazu zwei Beispielsätze gemacht. Also Yao und Xiang. Wo Yao Mai Yijian Yifu. Also ich möchte ein Stück Kleidung kaufen, um es ganz wörtlich zu übersetzen. Also ich möchte was zum Anziehen kaufen oder Kleidung. Genau. Hier das Hilfsverb Yao. Also etwas wollen oder ja, doch wollen schon. Steht vor dem Vollverb kaufen. Zweiter Beispielsatz. Hier weiter rechts ist. Wǒxiǎng kàn zhèbù diànǐng. Also ich möchte, Xiang ist ein bisschen schwächer als Yao. Ich möchte sehen und dann wen oder was? Zhèbù, also diesen Diànǐng Film. Genau, zum einen ist es wie im Deutschen, also es gibt einen Unterschied zwischen wollen, Yao, und möchten, Xiang. Und es gibt noch eine zweite Besonderheit, nämlich dass man dieses Yao zum Beispiel nicht einsetzen kann, wenn man weiß, dass das, was man will, unerreichbar ist. Zum Beispiel kann man nicht sagen, ich will diesen Film kaufen, aber mein Geld reicht nicht, sondern da muss man dann sagen, ich möchte diesen Film kaufen, aber mein Geld reicht nicht. Gut, so viel erstmal dazu nebenbei. Als zweites haben wir die Pflicht oder die Notwendigkeit. Da haben wir auch zwei Zeichen, die das erfüllen können, nämlich Day und Yao. Yao finden wir relativ häufig, das haben wir unten auch nochmal bei einem anderen Beispiel. Ich habe hier nur einen Beispielsatz genommen, also Ni Yao Ma Shang Jiu Guo Lai. Du musst oder sollst sofort rüberkommen. Ja, wenn man irgendwie gerade am Telefon ist und der Herd steht gerade in Flammen oder so. Dann ruft man an und sagt dann sowas wie, du musst sofort rüberkommen. Ja, ma shang jiu guo lai. So, hier noch zwei weitere Kategorien. Die erste wäre Können oder Fähigkeit. Dafür gibt es drei Schriftzeichen, nämlich Neng, Hui, beziehungsweise hier ein Wort aus zwei Schriftzeichen, Kui. Und das mit dem Können im Chinesischen ist nicht ganz so einfach. Da werde ich noch mal ein spezielles Video zu machen, aber jetzt werden wir das einfach mal so besprechen. Ni ming tian neng gei wo da tian hua ma. Also kannst du mich morgen anrufen? Kannst du mich morgen mal anrufen? Da haben wir als Hilfsverb das neng. Und ich sage es einmal ganz kurz. Neng ist für Dinge, die man so von sich aus kann, einfach weil die Natur einem die Fähigkeit dazu gegeben hat. Hui sind Dinge, die man kann, weil man sie erlernt hat. Und Kui sind Sachen, die man kann, weil sie erlaubt sind. Und hier geht es ja darum, anzurufen. Anrufen kann man eigentlich immer irgendwie so von sich aus ohne besondere Befähigung oder Erlaubnis. Deswegen das Zeichen Neng. Der zweite Beispielsatz ist Li Lao Shi Hui Shuo San Ge Wai Yu. Also, der Lehrer Li kann drei Fremdsprachen sprechen. Fremdsprachen kann man nicht so von sich aus sprechen, die muss man explizit lernen, also Hui. Und der dritte Beispielsatz, den habe ich verneint mit einem Bu. Und das ist eine Besonderheit, wenn man nämlich Kui verneint, dann heißt es nicht mehr können, sondern nicht dürfen. Xiao Fan, Zai Zhi, Bu Kui.
Mai Dongxi. Also Händler hier dürfen nicht verkaufen Dinge. Also Händler dürfen hier keine Sachen verkaufen. Händler sind hier nicht gestattet, sozusagen. Wenn einem irgendwas erlaubt oder gestattet ist, dann so bla bla bla, kui, und dann irgendwas machen. Und wenn man etwas nicht darf oder etwas verboten ist, bla bla bla, bu kui, irgendwas machen. Gut. Und die letzte Kategorie, die ich habe, sind die Wahrscheinlichkeiten. Da kommt auch wieder Yao vor. Also wie gesagt, sehr populär, sehr nützlich. Und Hui, was wir auch bei den Fähigkeiten schon hatten, aber das kann auch eine Wahrscheinlichkeit ausdrücken. Beispielsatz wäre Tianqi yu bao shuo mingtian yizhi hui xiayu le. Das heißt also, der Wetterbericht Tianqi yu bao shuo sagt mingtian, morgen, yizhi, die ganze Zeit, hui xiayu le, wird es ganz bestimmt regnen. Das heißt also, na klar, wir wissen nicht, was morgen ist, aber wenn der Wetterbericht sagt, dass es morgen regnet, dann regnet es morgen. Das heißt also, das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit und die wird dann mit Yao oder mit Hui ausgedrückt. Kurz zusammenfassend könnten wir also sagen, die chinesischen Hilfsverben stehen stets vor dem Vollverb. Das hatten wir in allen Sätzen, außer in einem, und zwar der mit dem Telefonieren. Ni Mingtian. Da steht dann das indirekte Objekt noch zwischen Hilfsverb und Vollverb. Aber ansonsten steht das Hilfsverb immer direkt vor dem Vollverb. Manchmal ist es so, dass bestimmte Hilfsverben bestimmte Umfelder erfordern. Das sind zum Beispiel kontextuelle Umfelder, wie wir das beim Yao und beim Xiang hatten, wenn es eine Absicht ausdrückt. Wenn man zum Beispiel etwas will, von dem man weiß, dass man es nicht bekommen hat, kann, dann kann man es nicht mit Yao wollen, sondern kann man es nur mit Xiang möchten. Ein anderes Beispiel dafür wäre der letzte Satz, den wir hier zufällig noch im Bild haben. Um eine Wahrscheinlichkeit auszudrücken mit Yao oder Hui, brauchen wir zum Beispiel immer das grammatikalische Element le. Wofür das genau gut ist, werde ich euch auch in einem späteren Video mal sagen. Aber es ist so, dass wir dann eine Veränderung haben, beziehungsweise dass etwas zumindest eventuell nicht mehr so ist, wie es jetzt gerade ist. Und hier haben wir jetzt keine Aussage darüber, wie jetzt gerade das Wetter ist. Aber man geht halt in der Regel davon aus, dass es eine Umstandsveränderung ist, die stattfindet, wenn man eine Wahrscheinlichkeit mit Yao oder Hui ausdrückt, und dann braucht man das Le. Gehe ich aber, wie gesagt, später nochmal drauf ein. Und das zweite ist, dass dieser Modus auch geändert werden kann. Dafür haben wir nur ein Beispiel, und zwar beim Kei. Also, Kei zu, schau mal. Ich kann irgendwas machen, heißt dann, ich darf irgendwas machen. Oder bei der Verneinung, man kann es natürlich auch mit können übersetzen, also ich kann irgendwas nicht machen, heißt dann aber in dem Sinn dann auch, man darf irgendetwas nicht machen oder irgendetwas ist verboten. Das heißt also, da wird aus dem Potenzial, es wird ein Prohibitiv.